So, hallo Günther, schön, dass du heute bei uns kochst. Auch für dich habe ich drei Fragen vorbereitet. Die erste ist, wie du für dich das Allgemeinwohl definierst, beziehungsweise in welcher Rolle du die Politik siehst in Bezug auf die Wahrung des Allgemeinwohls. Also meiner Meinung nach müsste man den Begriff zwei teilen. Mhm. Gemein und Wohl. Gemein heißt gemeinsam. Nämlich, dass die Politik es gemeinsam schaffen muss, und zwar über alle Parteigrenzen hinaus, einen Beschluss zu fassen und wohl, es geht um Wohlstand, denn gemeinsam zu schauen, dass so viele wie möglich auch wirklich im Wohlstand leben können. Das wäre für mich allgemein Wohl. Und dass das derzeit relativ schwierig ist bei der Gemengelage an Krisensituationen, die wir haben, ist klar, aber es sollte ein hehres Ziel der Politik sein. Glaubst du nicht, dass das ein bisschen das Resultat der neoliberalen Wirtschaftsentwicklung der letzten 50 Jahre war, dass wir da jetzt so weit weg sind? Zu glauben, dass das mit 50 Jahren erledigt wäre, glaube ich nicht, sondern wir reden da schon vom 17. bis 18. Jahrhundert, wo ja in Wahrheit diese Globalisierungswelle angefangen hat. Man braucht natürlich noch ganz viel Energie, damit man das, was auch gut ist an einer Globalisierung, dass man das wirklich so lenkt, dass alle was davon haben, nicht nur einige wenige. Ja, bin ich ganz bei dir. Was oder welche Maßnahmen gibt es seitens der Stadt Villach zur Verschwendung von Lebensmitteln, also zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung? So, das ist richtig ausgedrückt. Anders wäre es schwierig. Also ich glaube, und da redest du ja nicht nur mit dem Günther und nicht nur mit dem Bürgermeister, sondern auch mit dem Obmann für alle Abfallwirtschaftsverbände in Kärnten. Und ich glaube, wir tun da schon sehr, sehr viel. Man muss immer mehr tun, ist auch ganz klar. Weil wenn man bedenkt, dass ein Drittel einer normalen Hausmülltonne ist noch immer mit biogenen Abfallen belegt, ja, dann weiß man, da läuft was falsch. Ja. Und es gibt zwei Dinge. Das eine wäre, gesetzlich einmal dafür zu sorgen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Ja, also gesetzlich einmal dafür zu sorgen, dass die großen Lebensmittel die Dinge nicht mehr einfach weghauen dürfen, sondern die eine Verpflichtung haben, das weiterzugeben. Das wäre das eine. Das andere ist aber auch zu appellieren an die Bürgerinnen und Bürger und wahrscheinlich mehr als appellieren, dass sie das nicht machen sollten. Wir verschwenden so viel Lebensmittel, da könnten wir uns viele Ackerbauflächen ersparen. Auf der anderen Seite ist das Ressourcenverbrauch ohne Ende, wenn man denkt, dass auf der anderen Seite der Welt viele zu wenig haben. Und wir als Stadt, wir haben ein riesen Netzwerk mit Reuse, wo ihr ja auch dabei seid, wo wir glauben, dass wir viele schon motivieren konnten, das zu tun. Aber das, letztendlich, es braucht beides, gesetzliche Vorgaben und es braucht die Bürger. Und die Bürger wird es nicht gehen. Und wir haben ja heute noch jemanden mitgebracht, den Günther von Club der Kärntner Köche. Den habe ich deswegen mitgenommen, weil einer dieser Punkte der Bewusstseinsbildung, die fängt am Essen an, nämlich einmal zu erfahren und zu spüren, was ist denn Essen eigentlich, woher kommt denn Essen? Essen kommt nicht aus dem Supermarkt, sondern da gibt es Bauern, die das anbauen müssen. Und das dann auch gemeinsam zu verkochen, das Essen, das ist etwas, was mir, deswegen bin ich da auch Schirmherr, sehr, sehr wichtig ist, dass Kindern auch schon von ganz klein auf beigebracht werden, nicht nur richtig zu trennen, sondern mit dem Essen, was da ist, auch richtig umzugehen und das wertzuschätzen, was wir haben. Aber so ein Gesetz zu beschließen, ist ja eigentlich gar nicht so eine schwierige Sache, oder? Also das wundert mich ja, dass man seit Jahren, also ich mittlerweile seit 10 Jahren darüber redet, es braucht halt ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eigentlich kriegt man immer mehr Ware, also immer mehr Artikel, immer mehr wird produziert. Hat man da, oder auch ich als Bürger, ich trage ja gern dazu bei, dass man sowas vorantreiben könnte, weil eigentlich... Petitionen dazu wird schon genügend. Ja. Also das muss man ganz offen sagen, also dass es einen Bürgerwunsch gibt, der ist ja da. Ja. Politik funktioniert halt oft etwas zu kompliziert, das muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Zu langwierig. Aber ich glaube, dass die Erkenntnis, und es gibt jetzt derzeit ein Begutachtungsverfahren im Nationalrat für ein Gesetz, das aber mehr Transparenz schafft, damit man mal weiß, wie viele Lebensmittel, von was nehmen wir denn da? Das geht mir ja auch zu wenig. Ja. Also Transparenz ist gut, dass ich weiß, was eigentlich alles weggeschmissen wird, aber den zweiten Schritt müsste man gehen, nämlich zu verpflichten. Und das Dritte, was mir ganz wichtig wäre,
ist einmal ganz klar zu sagen, mit dieser Schönmacherei von Essen muss auch Schluss sein, weil eine Karotte ist nicht gleich eine Karotte, sondern eine Karotte ist, ganzen ist Normen. Ja nach unseren Lebensmittelnormen nur dann eine Karotte, wenn sie schön grad ist, eine Mindestgröße ist und wahrscheinlich so dick sein muss. Mit dieser Schönmacherei muss man auch aufhören, weil da allein aus diesem Titel heraus wird sehr viel Essen gemacht. Absolut. Ich stoße mich immer ein bisschen dran, wenn dann diese Kette immer auf den Endkonsumenten, weil so wie du es jetzt auch gesagt hast, im Hausmüll landet noch so viel. Das stimmt natürlich. Dann sagt der Kunde entscheidend. Wenn wir aber sehen, dass wir teilweise aus Produktionsbetrieben palettenweise Ware bekommen, teilweise nicht einmal abgelaufen, dann, also ich jetzt nach 10 Jahren sehe schon, dass in der Produktion und in der Verarbeitung noch viel mehr anfällt, als dann am Ende des Tages beim Konsumenten. Und der Konsument ist halt auch in Angst und Schrecken gehalten worden mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Vorgaben und Salmonellen und Pipapo und dies und das, wo ich den Kleinen teilweise schon verstehe, dass er sagt, ich glaube das jetzt, was da draufsteht, irgendwer hat gesagt, das darf ich dann nicht mehr essen, weil das wird ist auch in der Schule so gelernt. Wo auch immer und wie auch immer, wir gehen ja auch in Schulen und versuchen da Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, aber genau, also vielleicht kann man da ja wirklich, weil egal mit wem ich rede, jeder sagt, das gehört gemacht und auch jeder Politiker sagt, ja natürlich wäre das ein sinnvolles Gesetz. Vielleicht kann man da ja ein bisschen vorantreiben. Ja, das eine ist Nationalrat, das andere sind die Landtage und die Gemeinden. Also ja, das, was wir als Staat tun können, glaube ich, machen wir wirklich sehr viel. Du hast gesagt, in die Schulen gehen, ja das machen wir. Mit dem Abfallwirtschaftsverband, wir haben da 3 Abfallberaterinnen, die sensationell sind, die wirklich in die Schule reingehen und wo uns die Lehrer dann mitteilen und berichten, dass die Eltern sich beschwert haben, weil ihre Kinder daheim jetzt so lästig sind, weil sie nicht mehr wegschmeißen dürfen. Ja, ja. Und das ist eigentlich der Ansatz. Ja, nein, die Bewusstseinsarbeit. So habe ich zum Beispiel auch gelernt. Also Bewusstseinsarbeit, ich war einer der ersten Umweltsprecher in der Schule, mit dem hat man damals angefangen. Und wir haben das damals schon als Schüler mitgekriegt von den damaligen Beratern, wie wichtig das ist. Und wir sind damals unseren Eltern schon auf die Hilfe gegangen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir als Together-Verein sind gern bereit, dass man da in irgendeiner Form was beitragen sollte. Es nützlich sein, auch mit Kindern oder Schulen. Oder so. Wir haben ja heute auch gekocht mit Lebensmitteln, die nicht dem Standard entsprechen. Genau. Die war super schmecken, das wird man da absolut. So, und die letzte Frage noch. Wie stehst du persönlich zu bedingungslosem Grundeinkommen? Ui, da gibt es eine lange Debatte, selbst in meiner Partei gibt es eine lange Debatte dazu. Ganz ehrlich, man hat das in den letzten Jahren mehrmals abgewogen. Und ganz ehrlich, man hat auch geschaut, was machen andere. Es gibt ja in der Schweiz und ich glaube in Finnland hat man das schon probiert in Einzelbereichen. Und da gibt es jetzt die ersten Studien daraus. Ich sehe derzeit nicht die Möglichkeit wirklich der Umsetzung, auch von allen Parteien her. Aber ich glaube, die Debatte ist extrem wichtig. Warum? Weil sie auch zeigt, dass unser Sozialsystem, das grundsätzlich gut ist, aber das Lücken hat. Und das hat uns Corona gezeigt und das zeigt uns auch die Debatte. Also wenn es schon einmal dazu führt, dass man die Lücken, die man hat, schließen kann, dann ist schon einiges erreicht. Und das Thema Arbeit, das gehört nämlich auch zum bedingungslosen Grundeinkommen, ist derzeit schon noch so, oder das Verständnis von Arbeit ist, dass Arbeit ja mehr ist als nur aufstehen und arbeiten gehen, sondern da geht es auch um ein Selbstverständnis für die Menschen auch. Aber ist das in 20 Jahren auch noch so, wenn Roboter langsam unsere Arbeit ersetzen? Also da wird es sicher noch eine lange Debatte laufen. Da grundsätzlich halte ich die Diskussion auch noch für wichtig. Vor allem, es würde ja auch diesen Kreis schließen zum Anfang mit dem Allgemeinwohl, weil das eine würde ja das andere bedingen, weil wenn ich sage, ich habe ein bedingungsloses Grundeinkommen, kann ich ja mal Wohnung, Nahrung, Grundbedürfnisse decken und darüber hinaus macht man die Arbeitsleistung ja dann vielleicht mehr Spaß, wenn man was übrig bleibt und wenn nicht alles in die Deckung dieser Grundbedürfnisse geht. Wobei, über das haben wir heute eh schon geredet, Grundbedürfnis Wohnen, Grundbedürfnis Wasser, sauberes Wasser zu haben, Grundbedürfnis, dass man überhaupt leben kann im Sinne von Essen, dass man das hat. Das sind Dinge, die sozusagen in diesem bedingungslosen Grundeinkommen als Ganzes involviert werden. So muss man halt schaffen. Thema Wohnen ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man das, bis es das dann gibt, das bedingungslose Grundeinkommen ist wirklich eine Regel. Es hat jeder Mensch ein Recht auf Wohnen und dazu stehe ich auch. Und da gibt es bei uns ja das Projekt Housing First, das gut durchlebt ist, schon durch viele Länder, viele machen uns das vor. Und das ist so ein Thema, das wir jetzt noch stringenter angehen, um wirklich den Leuten die Möglichkeit zu bieten, wie sie überhaupt
irgendein Thema anders erledigt und jetzt kriegen sie mal rum. Das wäre wichtig. Super. Ja gut. Jetzt ist gerade dein Handy abgefallen. Ein Handy ist abgefallen. Jetzt hören wir auf. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Gell? Ja. Danke, Günther. Danke, dass ich da sein durfte und die Hupe schmeckt. Und danke für die gute Zusammenarbeit in der Stadt. Vielen Dank. Gerne, danke.